Suche dir einen ruhigen Platz und setze dich bequem hin. Atme dreimal tief ein und aus und bereite dich auf eine Reise in deinen inneren Garten vor. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Lass die Dinge los, die dich beschäftigen. Widme dich dem Hier und Jetzt. Deine Reise beginnt. Stell dir vor, wie deine Finger in grünes, frisches Gras greifen und wie der frische Duft von Sommerwiesen deine Nase verwöhnt. In der Ferne hörst du das Rascheln der Blätter einer alten Eiche, ein leises Plätschern eines kleinen Bachs, Schilf, das sich im Wind wiegt, und der Geruch deines Leibgerichts. Du erblickst einen riesigen Baum, dessen Krone sich komplett über einen grünen Hügel erstreckt und dabei einen sanften Schatten wirft. In seinen Ästen hängt dein Leibgericht, roh, gebacken, überbacken, gepökelt, tiefgefroren, gedampft, frittiert und in allen erdenklichen Formen hängt es vor dir. Und du erkennst, dass die Äste gar keine wirklichen Äste sind, sondern die bildhübschen Arme von Jungfrauen. Sie winken dir zu und bitten dich heran. Zielstrebig erklimmst du den Baum. Alles, was dir dabei in die Quere kommt, verschwindet in deinen Taschen und in deinem Mund. Hier ein Bissen, da ein Bissen und mit jedem weiteren Bissen vom Baum verwelkt eine Blüte in deinem Garten. Doch du siehst nur die Baumkrone. Sie ist dein einziges Ziel. Auf deinem Weg helfen dir die Arme und treiben dich voran. Leise umgarnt dich auch das Geflüster der Blätter. Du bist komplett verloren. Dein Garten stirbt, aber der Baum erwächst. Du näherst dich der Krone, sie ist zum Greifen nah. Doch plötzlich wenden sich die hilfreichen Arme gegen dich. Mit immenser Kraft umarmen sie dich und du weißt, du bist nun ein Teil des Baums. Langsam öffnest du wieder die Augen und atmest noch einmal tief ein und aus. Verweile noch einen Moment in Ruhe und sobald du dafür bereit bist, stehst du auf und widmest dich energiegeladen und positiv diesem wunderbaren Tag.